Der FC Hansa Rostock ist aktuell scheinbar nicht zu stoppen. Vor 13.000 Zuschauern konnte die Kogge am vergangenen Sonntag mit einem 3:1 gegen den Chemnitzer FC den 4. Sieg in Folge einfahren und dem Publikum bei entsprechend winterlicher Stimmung ein tolles Adventsgeschenk machen. Die Tore erzielten in der 68. Minute Willi Evsejew, in der 39. Minute Sufjan Benjamina und den Anfang, den machte Oliver Hüsing in der 24. Minute per Kopf. Gefeiert wurde unser Abwehrchef allerdings schon, bevor das Spiel überhaupt lief. Denn Olli hatte am Sonntag einen ganz speziellen Fanclub im Stadion. Ja, die erste Herren von meinem Heimatverein, der BV Büren. Nochmal ganz liebe Grüße an die Jungs und herzlichen Dank fürs Kommen, für die super Unterstützung. Die haben ihre Weihnachtsfeier dieses Jahr nach Rostock verlegt, sind seit gestern hier, haben den Weihnachtsmarkt besucht und dann ja, mit allem Mann heute zum Spiel, wie man unschwer erkennen konnte. Mein Bruder war auch noch da mit ein paar Kumpels. Also ja, das freut mich natürlich ungemein, dass die Jungs da waren. Und ja, viele, viele gute Kumpels von früher dabei, mein bester Kumpel. Also super für mich und dass das Spiel dann auch noch so gut läuft. Also ein super Tag. Trotz der Freude über den Heimsieg, seinen mittlerweile 4. Saisontreffer und einer durchaus überzeugenden ersten Halbzeit war Olli dennoch nicht hundertprozentig zufrieden. Ja genau, also erste Halbzeit fand ich auch gut, taktisch gut, standen wir gut in den Räumen, standen sehr sicher, nichts zugelassen. Dann teilweise gut kombiniert, gut gekontert, wenn wir den letzten Pass ein, zwei Mal besser spielen, dann können wir es glaube ich noch höher machen in der ersten Halbzeit auch schon. Aber dann kommen wir natürlich ganz schlecht raus. Durch diesen Ballverlust geraten wir dann in Rückstand. Und dann ist klar, dass Chemnitz kommt. Die haben da nichts mehr zu verlieren und wir natürlich mehr. So eine Phase musste dann überstehen. Und dann haben wir auch zum richtigen Zeitpunkt das Tor gemacht. Das ist dann die Effizienz, die uns vielleicht vor ein paar Wochen noch gefehlt hat. Mit nun 34 Punkten auf dem Konto und einem respektablen Platz 4 in der Tabelle kann Hansa die beste Hinrunde seit der Saison 2010-2011 vorweisen. Beendet ist das Fußballjahr allerdings noch nicht, denn am kommenden Wochenende steht auch schon das erste Spiel der Rückrunde an. Nach der Partie gegen die Sportfreunde Lotte am Sonnabend um 14 Uhr im Ostseestadion geht es dann für das Team in den Weihnachtsurlaub. Weihnachtliche Stimmung gab es allerdings schon am vergangenen Wochenende im Ostseestadion. Rund um das Heimspiel gegen den CFC gab es ein großes Familienprogramm mit Hüpfburg, Torwandschießen, Weihnachtsbasteln, Mahlstraße, Kindercatering und einer Autogrammstunde mit zwei Hansa-Profis. Ein besonderes Highlight war mit Sicherheit auch die Märchenstunde mit Gaukler Arne Feuerschlund und der Besuch vom Weihnachtsmann. Geschenke gab es an diesem Tag auch schon, und zwar für zwei ganz besondere Menschen. Zum Tag des Ehrenamtes hat der FC Hansa Rostock Helmut Bösicke und Roland Palaske stellvertretend für die vielen fleißigen Helfer rund um Hansa und in ganz Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Nach dem letzten Drittligaspiel des Jahres gegen die Sportfreunde Lotte wird sich die Profimannschaft des FC Hansa für rund zwei Wochen in die Winterpause verabschieden. Bereits am 2. Januar 2018 wird das Team von Cheftrainer Pavel Dotschev den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Aufgrund der guten Erfahrung aus der vergangenen Saison und der Kürze der Vorbereitungszeit wird die Kogge wie viele andere Clubs die Vorbereitung auf die verbleibende Drittligasaison erneut in heimischen Gefilden absolvieren. Auch diesmal gibt es die Aktion Meine Bande für Hansa. Unternehmen, Fanclubs und einzelne Fans haben also wieder die Möglichkeit, mit ihrem Bandensponsoring die mediale Aufmerksamkeit rund um die Wintervorbereitung der Kogge zu nutzen und damit zugleich den FC Hansa zu unterstützen. Bei der nun schon 5. Auflage der Aktion soll der Trainingsplatz an der Kopernikusstraße mit den Werbebannern an den Zäunen wieder in eine weiß-blaue Arena verwandelt werden. Alle Infos gibt es auf www.fc-hansa.de.